Hallo, herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Das hat nicht geklappt. Nein. Wir wollten eigentlich mal euch gemeinsam begrüßen, aber Nico hat einfach mal unabgestimmt. Ich dachte, du sagst vielleicht Hallo und machst dann eine Pause und dann setze ich rein, aber lassen wir das. Also von mir auch Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute wieder Geschwätzblitz, ganz normal, fordert uns heraus. Schreibt euren Eröffnungswunsch gerne in den Chat, dann werden wir versuchen, dem nachzukommen. Und Nico spielt heute die erste Partie. Okay. Machen wir. So. Ach, hey, gleich sowas. Was denn? Das Latvian Gambit. Also, Burn, da bitte einmal eine Erläuterung bei solchen Dingen. Ja, auch schon erstmal, mit welcher Farbe man das spielt. Ich spiele jetzt erstmal gegen die 8 und du kümmerst dich ums Notieren. Und die 8 ist der Nick. Damenindisch. So, machen wir das Ganze noch in groß und los geht's gegen Nick. Gibt's schon einen Wunsch mit Schwarz? Ja, so Damenindisch. Ja, wobei ich da gerade überlegt hatte, ob das ein Wunsch mit Schwarz oder mit Weiß ist, weil natürlich die ersten Züge macht Schwarz, aber dann entscheidet der Weiß, ob er Springer C3 oder Springer F3 spielt. Ja. Oder? Das ist doch hier die. Jetzt ist das halt nicht so ganz, aber schon fast erfüllt, oder? Ach, jetzt werden hier sogar noch Wünsche geäußert, wer das spielen soll, nämlich wird, aber bitte nur von dir. Ja, auf wahrscheinlich, jeden Fall. Weil ich das immer so misshandle. Was mache ich denn jetzt? Gebe ich trotzdem mal einen Schach? Ich gebe mal einen Schach. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das was bringt. Oder irgendwie gut ist. Aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Unter den ganzen Begrüßungen ist es gar nicht so einfach, hier dann schnell was rauszufiltern. Oh ja, E4, E5, Springer, F3, F5. Oha. Ja, so, der Einschub mit Läufer B4, Läufer E7. Ich habe keine Ahnung, ob das Theorie ist. Ich spiele es also nicht. Aber der Vorteil ist auf jeden Fall, dass er nicht so leicht D5 spielen kann, wenn ich jetzt sein Zentrum direkt mit C5 angehe. Sonst könnte er jetzt mit D5 vorbeiziehen. Geht jetzt nicht. Das geht mir hier ganz schön zu schnell. Du hast ganz schön was zu schreiben, ja, ne? Also erstmal TDL, damit bin ich ja schon hier 5 Minuten beschäftigt, ehe ich das aufgeschrieben habe. Jetzt für Weiß oder für Schwarz? Ich glaube, das Belgrader Gambit ist für Schwarz. Ja, und TDL sagt ja sonst noch so schottisches Vier-Springer-Spiel, ne? Psst, ich muss mich jetzt erstmal hier konzentrieren auf das Belgrader Gambit. So, ich sollte wahrscheinlich mit dem Läufer schlagen. Na gut, dann will ich dich mal nicht weiter. Nee. Ich kann gleich nochmal vorlesen, was ich alles habe. Dann könnt ihr nochmal gucken, ob euer Wunsch auch dabei ist. Bisher, ich stelle meine Figuren auf. Nick macht das Gleiche. Okay, Lasen mit Weiß. Das Gaga-Gambit. Was ist das? Das scheint Königsgambit, angenommen mit G3 im 4. zu sein oder im 3. Das klingt etwas verrückt. Gaga. Ja, völlig Gaga. Also für meinen Geschmack vielleicht auch ein bisschen zu Gaga. So, ich habe die bessere Zeit, oder? Nick zieht nicht. Im Zweifel Türme auf die offenen Linien. So, Budapester, das ist ja, glaube ich, D4, E5. Ach, und damit Springer E4. Ui, ist der da nicht weg? Du regelst das schon. Sorgt nur dafür, dass ich das irgendwie entziffern kann, was du da notierst. Nein, ich möchte ja, dass du von mir abhängig bist. Uiuiui, was soll denn Fajarowitsch sein? Das ist natürlich sehr symmetrisch, was ich hier veranstaltet habe. Ja, das ist kein Hochgenuss, was ich hier tue. Aber Entwicklung abschließen, leichte Asymmetrie, mehr konnte ich da jetzt nicht rausholen. Erwarte bitte keine Unterstützung von mir. Wobei? Beim Schachspielen. Ah, verstehe.
Na gut, ich habe es ja selbst gesagt, im Zweifel die Türme ranholen. Aber man muss sich auch vergegenwärtigen, immerhin habe ich ausgeglichen mit Schwarz. Recht problemlos. Ob mehr drin ist, irgendwann vielleicht. Naja, mehr Zeit hast du zumindest. Auf jeden Fall. Bist du hinterhergekommen, ja? Ja, ich glaube, das nächste Mal spiele ich wieder die erste Runde. Das ist viel anstrengender, hier alles aufzuschreiben. Und das auch noch richtig, ne? Ja, und wahrscheinlich habe ich dir vergessen und es geht auch schon gleich weiter. Nordisches Gambit, vor allen Dingen alles so lange Varianten, wo ich immer eine halbe Minute dran schreibe. Nordisches Gambit. Also heute habt ihr Wünsche. Ich weiß nicht, meistens sagen wir das noch dazu. Bitte nur so relativ seriöse Naja, Eröffnungsworte. was halt, ach so, ja. Und du sagst auch immer noch, je unspezifischer es ist, Desto besser. desto eher kommt es dran. Ja, erstens B3 können wir sofort machen. Hat sich nicht jemand Larsen gewünscht? Ja, Ja. Larsen und Wirt. Er läuft doch. Und Englisch. Die drei Sachen werden wir erfüllen können. Der Rest Na also? weiß ich nicht. So Ponziani wahrscheinlich noch. Das war ja erstens Springer C6. Ne? Ich glaube, wir müssen uns sowas mal angucken einfach und Nee, also ich trainieren. meine, Ponziani ist, also das, was ich kenne unter Ponziani, ist E4, E5, Springer F3, Springer C6, C3. Das ist der große Ups. Pons. Hey, und was war nochmal? Hat sich nicht Fuchs ja auch immer erstens Das E4 war Springer C6 Tarasch-Verteidigung oder gewünscht? so. Ich habe nur gesehen, dass das von Fuchs ja kam und dachte, das muss das sein. Okay, Nico hat recht. Grünfeld wäre der Wunsch Ach so, von. dann ist ja Ponziani aber mit Weiß, ne? Hm? Jetzt auch noch alle Türme abtauschen hier. Eieiei. Nun denn. Ich versuche mal TDLs Frage zu beantworten. Nico hat bei Hammer das Rep gemacht. Ne? Ja. Grand Prix-Angriff gegen Kennen Sizilianisch, wir ja. ja. Ja, Nick hält sich gut. Nur ein klein wenig auf der Uhr hat er Probleme. Das wird wahrscheinlich am Ende das Problem werden. So. Wieso sind wir im Fußballfieber? Weil Nico so im weißen Trikot. Fußball. Dann geht er einfach zurück. Ja, mal gucken. Was möchtest du mit der Ja, Maus? Ich komm, spiele ich. gerade. Du hast ja noch genügend Zeit. Außerdem. Was machst du denn da? Balken nicht. Was suchst du für einen Balken? Den, damit der Chat richtig wird. Okay, und den erwartest du auf diesem Bildschirm. Hä, ich dachte, ich bin hier. Ach, okay. Okay, ich werde jetzt hier erstmal nochmal zwei Züge spielen. Und was möchtest du? Der Ich Ch möchte. den Chat Nein, richtig. den anderen Balken musst du machen. Muss ich das? Ja, nein, musst du nicht, aber damit es Na, richtig wer ist denn der ist. letztliche? Ah, TDL da unten. Hallo. Ja, jetzt hast du den Fokus absolut von der Partie gelenkt. Das wird natürlich matt im nächsten, aber dich interessiert es zumindest nicht. Wen es interessiert? Gut, Springer F3 und damit C7 war so angedacht. Und jetzt könnte ich dann in Zukunft mal, was ich vielleicht B5. Ich glaube, ich stehe ein bisschen besser wegen der aktiven Läufer. Viel ist es nicht, also gut gehalten von Nick. Und damit gehen wir über. In die Ja, zur nächste nächsten Partie. Partie. Aber vorher lese ich erstmal Ja. vor, was ich hier alles habe, damit ihr Nico gleich bombardieren könnt mit all dem, was ich vergessen habe. Also, für Weiß habe ich Englisch, Bird, Larsen, Ponziani, Gaga Gambit, Nordisches Gambit und Aber Grand Prix ich will nicht gegen böse sein, aber Sizilien. streich das. Also Gaga Gambit ist mir zu gaga.
Ja, können wir ja gucken, ob das überhaupt noch drankommt bei den ganzen anderen Wünschen. So, dann mit Schwarz haben wir Damenendisch, E4, E5, Springer, F3, F5. Dann Belgrader Gambit, Budapester Gambit und erstens E4, D6. Oh Gott, wenn ihr das sehen könntet, alles auch noch ohne Bullet Points aufgeschrieben. Wie soll man denn da die Übersicht behalten? Du kannst das ja jetzt gleich optimieren hier. So, Reti wurde sich noch gewünscht. Der Herr Graf. So, die, was darf ich jetzt machen? Englisch. C4 erledigt. So gefällt mir das übrigens. Du kannst das auch richtig durchstreichen, dann kommt man dann nicht in Verlegenheit. Aber wie ich spiele, ist ja egal, ne? Das ist jetzt so ein bisschen halb übergegangen in Katalanisch, aber ja, ist egal. Und jetzt nimmt man raus oder was macht man da? Oder opfert man den? Und so spielt man das nicht. Da hast du nicht das Buch von, nein, von unserem werten Kollegen Jonas Hahn gelesen. Springer C3 machst du erst, wenn er nicht mehr mit D5 spielt. Weil jetzt hast du immer das Problem, dass er eventuell mit D4 kommt. Na gut, haben wir wieder was gelernt. Ja, also zumindest laut Jonathan in laut seiner Geschichte. Ja, ist ja, wirkt ja logisch. So, du, aber ich muss ja jetzt trotzdem was machen. Hilft ja alles nichts. Kannst D4 machen und dann so ein bisschen übergehen in die, ja. In was? Ja, in Katalanisch, aber. Mhm. Ne. Darf ich dann trotzdem irgendwann noch Läufer G2 spielen oder nehme ich erst dann raus? Ja, ist halt jetzt riskant. Ey, ich muss jetzt einfach mal schnell. Ja, mach mal. Also wir halten fest, Vorteil verspielt. Wir halten fest, Englisch abgehakt. Sizilianisch Drachenvariante, noch ein Wunsch. Das schreibe ich mal auf. Wer es nicht wusste, da ist Melanie auch ein Experte. Überhaupt nicht. Ich spiele beschleunigten Drachen. Das ist ja überhaupt nicht das Gleiche. Und noch ganz viele andere Sizilianer. Melanie kann das alles. Na, war doch nicht. Doch. Also der Pons kommt rüber. Ach Gott. Ist das eine Übersicht? So, du bist dran, ne? Ja. Okay. Ich denke über E4 noch. Gefällt dir nicht, ne? Ich habe noch halt irgendwie keine Alternativideen. So machen könnte wäre manchmal mit F3, E4, aber so richtig passt mir das ja auch nicht. Ich könnte einen Minoritätsangriff starten. Ja, mach das doch. Springer D7, Springer D3. Und dann B4. Und dann knüppel die. Dr. Paradoxon, was war denn nochmal die Ohrenverteidigung? Sag das bitte nochmal an. Ich habe gelernt, man soll den Läufer möglichst vor die eigenen Bauern stellen. Ja. Immer. Naja, zumindest steht sein Springer da ja jetzt auch nicht so optimal. Fuchsia sagt, Katalanisch ist eigentlich ein Gambit, man nimmt nicht auf D5. Das ist sogar richtig. Aber wenn man das nicht kennt, dann kann man da ganz schnell einen Bauern weniger haben. Also eine Überlegung wert, wäre Läufer H6, E4. Oder auch nicht? Nein? Eine Überlegung wert wäre, erstmal schnell zu spielen. Achso, stimmt. E4, B6 war Ohn. Okay, ich glaube, so langsam haben wir es auch. Unser Zettel ist ziemlich gut gefüllt. Müssen wir mal schauen, was davon alles drankommt. Wie gesagt, die einfachen Sachen, die kommen eher dran, wie zum Beispiel hier Englisch, auch wenn es da ein bisschen Übergang gab. Was ist denn mit Läufer H6, E4? Das sieht doch aus, als würdest du dann so ein bisschen im Zentrum auch spielen. Ja. Ja. Also im Gegensatz zu der Anfangsphase bin ich jetzt eigentlich schon wieder recht glücklich mit meiner Stellung. Ich glaube, das mit F6, G6, das war etwas unglücklich. Optimistisch war das. Ja, den. Da ist doch bestimmt gleich was weg hier.
Das sieht nach Überlastung aus irgendwie. In Kombination auch mit D5 und dann dieser Fesselung hier und so. Mal gucken. Ich habe gedacht, er muss rechnen. Ich spiele einfach. Ist gut. Wird schon passen. Gerade aber vielleicht wäre es ja auch schlauer gewesen, erst auf G7 zu nehmen oder so. Naja. Nee, warum? Kannst du jetzt auf E6 nehmen und dann D5 spielen. Na gut, schlagen wird er wahrscheinlich nicht. Auf Dame C8 kann man auch auf E6 nehmen und dann D5 spielen. Auf also. E6 steht nichts. Nein, wenn er Dame C8 gespielt hätte auf Springer C5. Oh, was ist denn mit DC und dann CB? Ja, das sieht echt gut aus. Na, Dame D1 und dann C schlägt B7. Oder? Ja, ich rechne noch mal kurz. Wir haben auf diese Art und Weise schon häufiger mal Partien noch kippen lassen. Aber ja. Die Flachwitze fangen wieder an. Was macht eine gesunde Niere? Funktionieren. Oh, jetzt haben wir sogar einen ganzen Turm gewonnen. Nach Springer C hätten wir ein bisschen weniger gewonnen, aber immer noch ausreichend. Ja, schönes taktisches Finish. Hast du ja auch alles mitgeschrieben? Königsgambit lese ich nirgendwo. Nee, weil ich irgendwann die Liste geschlossen habe, weil es zu viel wird. Waren keine Anträge mehr zulässig. Ja. Wegen Überlastung geschlossen. So. Wenn du mich heranlässt. Was hier, Dame C8 war noch eine Frage, statt Dame D6. Achso, hier, ne? Also hier, dachte ich auch. Aber, ich weiß nicht. Nee, aber später, statt Dame D6 war ja die Frage. Ich meine, das war auf diese Stellung bezogen, also die Läufer gar nicht zu geben, aber auch hier ist D5. Nochmal zu Dame C8 statt Dame D6. Okay, aber an dieser Stelle ist ja auch interessant. Nee, also da habe ich mir drüber Gedanken gemacht. Ja. Okay, aber wenn er nimmt, hat man Springer G5 und das sieht sehr stark aus. Oh, was ist denn mit Dame... Ach nee, da verliert man was. Obwohl, naja. Na gut, und sonst Partieverlauf... Und jetzt Dame C8 war die Frage. Ja gut, ist halt auch nicht gut, ne? Zum ja, weil verliert zumindest nicht direkt. Ja, aber das verliert. Also Schwarz ist überhaupt nicht entwickelt. Und Weiß hat das Läuferpawn, diesen bombastischen Läufer. Mhm. Mhm. Druck auf C6, Schwarz kann sich auch nicht entwickeln. Ja. Ja, der Lupsche Krempel war zu stark. Genau, ja. Carsten sagte auch, Dame B3 vielleicht noch. Da ist zu viel Stress hier in der Stellung. Ja, B5 oder so. Ne? Machen wir weiter. Mit der 2 von oben. Auch wenig zählen, das gefällt mir. Die königsindische Verteidigung spiele ich nicht mehr. Da weigere ich mich. Oh, kann sei denn mit machen. Weiß. Wie war denn das letzte Mal? Oh, wir haben gewonnen. Ja, aber das, ich weiß noch genau, wie das war. Wir standen sehr auf Verlust, oder? Ja, der Liebe hat mir nämlich erstmal einen Spruch gedrückt, weil ich irgendwas misshandelt sie hatte. Steht oh, drin. Sie, Ulrike. Entschuldige bitte. Sie hat mir erstmal einen Spruch gedrückt und dann standen wir gegen sie auch noch ganz schlecht. Naja. Das ist natürlich... Wir spielen jetzt Bird nicht mit G3, sondern so. Erstmal so. Ja. Tja. Entweder mit D3, so ein bisschen wie Lenin gerade jetzt. Naja, machen wir das mal. Aber ja, das war doch die Partie, wo wir eine Qualität und 2 Bauern weniger hatten. Viel, ja. Das war wirklich... Das war... Also streng dich an, dass es nicht ganz so Katastrophe wird heute. Ich versuche es, aber die Eröffnung ist schon mal so lala gelaufen, also Bird. Ich weiß, ich halte davon nicht viel. Ich halte da so viel von, dass ich mit Schwarz erstens Springer H6 dagegen mache. Naja, was ja aber nicht schlecht ist per se. Das stimmt.
So. Das ist alles ein Sehr Unfug. souverän. Du bist aus, was du da machst. So Ja. richtig nach Plan. Ja. Und nein, oder? Du wolltest jetzt nicht wieder zurück nach F3 gehen. Nicht zurück, nach vorne. Ja, kamst du nicht von da? Mit diesem hier, nein. Ja? Ne? Nein. Entschuldige. Ich verzeihe dir. So, aber was mache ich jetzt, nachdem ich dir verziehen habe? Der gehört dahin, habe ich gerade festgestellt. Naja, oder auch nicht. Das war auch nicht sonderlich überragend. Von dir? Ja, das gefällt mir alles nicht so sehr. Du nicht mal deinen Schwarzfeller irgendwie ins Spiel bringen? Gerne. Vorschläge nehme ich jederzeit an. Na, über D2E1. Ist ja jetzt quasi holländisch. Ja, aber wenn er den nehmen kann. Naja. Ist ja nicht schlimm, oder? Da freut man sich doch. Und was sind die Ideen für Schwarz nach F4 Springer H6 E4? Tatsächlich gehört E5 zu den favorisierten Zügen. Was erstmal ziemlich verrückt klingt, weil wer würde bitteschön auf Königsgambit Springer H6 spielen? Aber es ist möglich. Aber möglich ist immer viel. So, ich muss auf jeden Fall ein bisschen schneller spielen, sonst kann ich nachher nichts mehr machen. So, ich versuche dich mal zu unterstützen. Ja, gerne. Kannst du nicht dann irgendwie günstig irgendwo nehmen? Ist es nicht sogar auch, na gut, wobei den Schwarz. Wieso? Wieso hast du nicht mit dem Turm genommen? Na gut, können wir nachher besprechen. Ja. Ich hatte irgendwie gerade im Kopf, ja, so geht es ja noch so halb auf, dass ich jetzt mit E4 spiele. Ja, aber wenn er denn mit. Na gut, D4, das kannst du. Kriegst du die weißen Felder? Oh, er C2. gibt Schach auf. Ups. Gibt der Schach auf B6. Ist schlimm. Mäßig, ja. Naja, dann wird es jetzt Zeit, das Tempo ein bisschen zu erhöhen. Läuferpaar muss weg. Na, der C4 ist dann immerhin auch schwach. Hey, warte mal. Und jetzt auf Läufer schlägt E4? Ach, hängt. Ah. Ja, aber leider nicht verkehrt. Ja. Gut, der Läufer auf G7 ist aktuell noch nicht so stark. Wenn ein Springer da, das kann ja auch sehr stark werden. Springer nach G5 oder so. Ja. Jetzt müssen wir Verwirrung stiften. Zwei Bauern weniger, ne? Aber gut, das, also
Nicht die schlimmsten Mauern weniger. Aktuell nicht so stark ins Gewicht, finde ich. Mhm. Wichtiger ist, dass man Angriff hat. Muss nur schauen, dass Läufer H6 vielleicht kommen kann oder so auf Springer. Ja. G5. Deswegen mache ich jetzt erstmal solche Verwirrungszüge. Angreifen ist immer gut. Ja, der war nicht gut. Ja, den verstehe ich auch nicht ganz. Ich wollte nicht, dass auf Springer G5 Dame E2 kommt. Das war aber dämlich und kostet mich jetzt einiges hier. Das war wahrscheinlich sogar noch in deinem Sinne, dass er, dass auf C3 er da genommen, genommen hat. Ja, ich hatte mehr Sorgen davor, dass einfach der Bauer. Oh, ist jetzt nicht irgendwie. Nee, noch nicht. Turm F1 oder so. Ah, vielleicht. Mal da Druck machen. Dann droht auch mal. Ja, nix. Nix droht. Du musst schnell spielen. Ja, das war leider, ja, leider tut doof. Tut mir leid, das war nicht die allerbeste Idee. Wie kann ich da denn jetzt noch irgendwie gegen die Läufer? Kann ich nichts machen, ne? Da, das ist völlig vorbei. Gott, das war wirklich eine schlechte Partie. Kann ich nichts machen. Ne, das. Ups. Schneller machen, wie wir den Händler klappen können. Ja, hat sie gut gespielt. Ja. Vor allen Dingen auch Läufer G8 und so. Dann machen wir nochmal zurück. Wo war es denn die entscheidende Stelle? Wo ging es bergab? Schon das Schach auf B6 war so das erste, ne? Aber ich glaube, da war es noch, da konnte man es auf jeden Fall noch spielen, die Stellung. C4 und ich glaube, wir haben keine großen Probleme, auch wenn das erstmal unangenehm scheint mit D4, aber so ist wie Läufer E4 oder auch zur Not auch E4, ist alles noch spielbar. Gut, die Öffnung war natürlich ein richtiger Mumpitz, aber... Ja, hier hatte ich das Gefühl, es geht noch, ne? Ich dachte auch, dass man ein Gegenspiel bekommt mit dem Springer. Aber gut, wir haben ein paar unnötige Tempi verschenkt, ne? Indem wir Sachen gedroht haben, die dir gar nichts gedroht haben. Und Läufer B1 war, ja, Springer G5 wäre natürlich viel besser gewesen. Ich hatte irgendwie Dame E2 im Kopf, aber gut, vielleicht ist der auch störend, aber ich glaube, gut, aber Läufer sowas. F3 hast du doch auch. Ach ja, ja, okay. Ja, dann wäre gut gewesen, ne? Dann hätten wir hier ordentlich Attacke, Läufer D5 droht, da hätten wir noch Chancen gehabt ein bisschen. Wahrscheinlich auch schlecht, aber ne, super gespielt. Das geht ja gut los hier. Spiel dich mal erstmal ein bisschen hoch, damit wir nicht mehr so viel verlieren gegen dich. Das ist ja... Ah! Oh, jetzt habe ich zweimal gedrückt. Ich glaube zuerst... Ja, ist ja egal. Nehmen wir das. Okay. Ich glaube zuerst war eine 5 oder so. War alles rechtens so. Also 3, 6, 9, 12, was hatten wir? 13. Fidelef. Und zwar mit Weiß, dann darfst du jetzt eigentlich spielen, was du möchtest. Larsen zum Beispiel, B3. Kannst du was abhaken? Oh. Mhm. Ah ne, eigentlich war Ponziani noch dazwischen, aber es ist ja so desaströs angeordnet. Ja, ich weiß aber nicht, ich glaube, die weißen Wünsche kamen schneller als das. Okay. Habe ich schon wieder grandios geschafft, meine Eröffnungs-, also meinen Anzugsvorteil zu vergeben. H3?
So ein bisschen jetzt wie der Happy Hippo, ne? Nur mit Weiß. Was ist der Happy Hippo? Wieso hast du eigentlich Doppelvier an Chateau? Weil mich das anspricht. Na gut. Verstehst du das nicht? Nein. Ich mag die Stellung nicht. So. Springer 4 vielleicht? Vielleicht. Achso, D5 gewinnt einfach eine Figur, ja? Ja. Ja. Oder? Ja. Ah. Ja, man hat manchmal heute seine blinden Momente. Heute bist du irgendwie echt nicht so gut drauf, muss ich mal sagen. Ich muss das heute in die Hand nehmen. Sonst okay, wird das ja voll katastrophal. Ich setze mich einfach daneben, trinke einen Kaffee, lese ein bisschen Chat. Aber ich... Du darfst dann meine Züge loben. Uh-huh. Aber nur die guten. D5 war ein brillanter Zug. Ja. Vor allen Dingen, ich schlag den so vor und du so, oh ja, Springer 4 sieht auch gut aus. Ich gucke halt so einfach so auf das Positionelle. Also mein Spitzname ist Positionelle Wucht. Ja. Ach, das mit diesem Don Rapido, das ist immer bei YouTube bei Niklas, das ist eigentlich ein totaler Unfug. Das war... Was war das eigentlich? Witzig. Er wollte einfach, er hat mich gefragt, was mein Blitzname ist, als ob jeder einen Blitznamen beim Schach hat. Na, jetzt hast du jetzt einen. Jetzt habe ich einen, ja. Alles gut. Oh, stopp. Wieso? Ich wollte nur eben damit C6 ausschließen, aber sah dann, dass du auch hier rein kannst. Aber das musste ich erstmal in meinem schummrigen Geist, der B4 hängt. Oh, das hat er aber schnell genommen. Der B2 hängt. Ach ja, Moment. Okay, heute ist gerade ein bisschen so ein Huh, es war wieder warm werden. Nee, Holger, du bist leider kein Premium. Was machst du denn mit Läufer so? C3? Was ist das denn für ein Zug? Na, der hängt. Ich kann auch damit, C3. Ja, oder damit D2 oder so. In meiner Dame steht da aber so aktiv. Ah. Ja, das nicht sehen wird ab heute Dauerzustand. F3? Ich weiß nicht, ja, letzte Woche war ich auch schon ganz schwach. Liegt vielleicht an der Hitze. Vielleicht dass mein Hirn geschmolzen dir, mein ist. Schatz. Ja, dass es an mir liegt, ist ja klar, aber was dazu führte, dass mein Hirn so zermatscht ist. Ah, der H3 hängt. Schreck mich doch nicht so. Ach, das Springer F4, der war schon gerade gut. Du positionelle Wuchtbrumme. Das spielt da mit. Aber du bist auch gerade hier ein bisschen matschig am ja, Werkeln, ne? Ich, guck mal, man passt sich ja immer an das Niveau der Umgebenden an. Ah, so. Dafür hast du aber zu wenig eingestellt. Okay, du wolltest ja, also ja. Ist alles in Ordnung. Das Problem ist vielleicht, dass ich zu schnell spiele, sodass du keine Zeit hast zu intervenieren, wenn ich einstellen will. Und du machst das so langsam, das gibt mir mehr als genügend Zeit, Stopp zu schreiben. Ja, außerdem halte ich dann immer erstmal so probeweise ja. Die Figur hin. Ja, einmal nach rüber gucken. Mach mal Turm nach C1, aber nicht den. Dieser nach. Ach so. Mats, erzähl. Hat nicht geklappt, jetzt brauchen wir einen Plan B. Damit D3 oder so? Einfach mal. Wenn man nicht matt setzen kann, muss man billige Drohung tauschen. Ach so, oder ihm die Chance zu lubben geben. Ja. Naja, nee, aber lubben wäre ja nur, wenn nee, man die Dame einstellt, auch, aber ja. Der Gegner das nicht nimmt, nee, weil das so psychologisch so schwer zu erkennen ist oder unfassbar ist, dass die Dame. Die Definition, da gehe ich aber nicht komplett mit. Also eigentlich gar nicht. Springer C4. Ja, habe ich auch überlegt. Da mal 2 kann ich doch mal einspielen. Schach kommt Läufer. Aber das mit der positionellen Wuchtbrumme, wo kam das eigentlich her? Du aus hast der das Lernstunde mal gesagt, aber ich weiß nicht, ja.
Ja, das war irgendwie, weil sie so positionell zugeschlagen hat wie ein... Wie eine Wurstbombe. Ein Tiger oder so, würde ich eigentlich sagen, aber ja. A3 fängt ja die Dame. Ja, ja doch, bestimmt. Doch, tut's, weil nach hier Taktik. Oh ja. Du bist doch die taktische Wuchtbrumme. Wer von euch ist denn eigentlich eher so die taktische Wuchtbrumme? Gute Frage. Eigentlich aktuell würde ich eher sagen, bist du positionell viel stärker als ich und taktisch aber nicht so viel stärker, hätte ich gesagt. Also, unsere Leistungsunterschiede sind eher... Willst du das noch absetzen? Unsere Leistungsunterschiede sind größer im Positionellen, hätte ich gesagt. Ja, das kann sein. Aber so rein, ne, bist du taktisch natürlich trotzdem stärker. Manchmal vielleicht. Du hast auch deine goldenen Momente. Vielen Dank. Ja, ja, D5 war natürlich, die Eröffnung war, hier dann auch noch G3 hinterher zu schieben, das macht Jessin immer, ein Schüler von mir, und ich habe ihn dafür, ich habe gesagt, keine Doppelfianchettos, lass das bleiben, habe ich gesagt. Wer, dein Schüler? Ja. Und dann hat er es gelassen und seitdem steht er häufiger nicht auf Verlust nach der Eröffnung. Das war schon gut. Aber G3, oh, nee, das mag ich nicht. Also schnell weg und auf zur nächsten Runde. Gegen die Nummerung 12. Da hat TDL irgendwie recht. Ein blindes Huhn findet auch mal eine Norm. So, 3. Ja, oh, wer von uns hat denn mehr Normen, mein Schatz? Aber ich glaube, insgesamt ihr Normen hätte ich vielleicht noch mehr, hä? Naja, wenn du dann die ganzen W-Normen mitzählst, habe ich definitiv mehr. Die was-Normen? Die W-Normen. Wim, Wgm. Ja, sowas bekomme ich ja nicht. Ich mache mal Reti. Ja, siehste? Ja, du kannst ja nicht sagen, ja, theoretisch hätte ich mehr Normen. Kann ich auch sagen, ja, theoretisch hätte ich auch mehr GM-Normen als du. Jetzt machen wir B3. Eine Mischung aus Reti und Larsen. Was für Normen hättest du mir? Wim? Völlige Verwirrung. Ja, das stimmt. Die Georgierinnen, die spielen viel Fianchetto. Also nicht nur die Nana, sondern auch die komplette Nationalmannschaft. Ja. Das durfte ich auch schon am eigenen Leib erfahren, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Oder dass sie es gar nicht mal so schlecht spielt. Naja, mag sein, dass das gar nicht mal so schlecht ist, aber. Du meinst, es ist, wenn man es nicht kann, sollte man es nicht. Es ist auch gar nicht mal so gut, würde ich sagen, ne? Ja, das ist ja immer Ansichtssache. Ich weiß nicht mehr, das kann man auch auf ein gewisses objektives. Ja, Level. Aber ich meine, wenn alle immer nur die besten Varianten spielen würden. Wo kämen wir dahin? Genau. Das wäre ja langweilig. Es muss ja so Leute wie uns geben, die auch die schlechten Varianten spielen. So. Naja, schlecht ist es nicht, aber ihr wisst schon. Fuchs, ja, ist unsere Gambit-Wuchtbrumme. Die Gambit-Brumme. Ja. Läuferpaar. Ansonsten. Raumvorteil, aber sonst nicht so viel. Ansonsten. Gut, aber das reicht ja auch erstmal. Für den Anfang. Das muss reichen, würde ich sagen. D5 oder nicht D5? Das ist hier die Frage. Schlagen sie doch nicht so schlecht aus. Ja, das stimmt. Also jetzt halt auch nicht so richtig gut, aber... Naja, aber man bekommt jetzt okay. Vielleicht die Linie. Also man muss nur gucken, dass, ne? Wenn er nimmt, Dame nimmt, Springer E4 oder Springer G4 könnten stören. Dann nehme ich Rücken. Dann nicht.
Ja, hilft ja nichts. Ich werde mein Läuferpaar nicht gleich wieder abgeben. Ich habe das ja erst mühsam errungen in diesem Spiel. Ja, ich stimme eigentlich Paradoxon zu. Ich glaube, bis zu einem gewissen Niveau, wo ich mich auf jeden Fall auch noch mit drin bewege, kann man echt viel spielen. Genau, weil da die Gegner meist ja dann doch auch nicht so fit in der Theorie sind im Vergleich zu jetzt den Spitzenspielern und einem das halt auch nicht direkt alles widerlegen und dann kann es ja auch von Vorteil sein, was zu spielen, was eben nicht jeder kennt. Ja. Zomorf hat geschrieben, oh nein, danke fürs Spiel. Gerne, ich danke auch fürs Spiel. Ja, Zom D5 war halt ein Zwischenzug. Auch ein Ja, E4 Kombinationsmotiv. war auch ein Zwischenzug, aber dann Der entsprechend ging kein halt nicht. guter, ne? Ja, und ansonsten, okay, dann nach G schlägt es halt. Ist auch gut, ne? Kannst du Ja, vielleicht vielleicht sogar sogar Turm Turm G3, aber G3. eher Dame E2, Turm D5, irgendwie sowas. Und man steht halt besser. Ja, ich meine, Carlsen spielt ja auch nicht so die Mainlines. Er probiert ja auch sehr, sehr viel aus und ist eigentlich ja auch das beste Beispiel, dass man eben auch mit Varianten, die jetzt gerade nicht so Ja. in der Spitze aktiv vertreten sind, trotzdem sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Ja, das stimmt wohl. Und dann aber komischerweise immer, wenn er sie spielt, werden sie dann plötzlich beliebt. Naja, nicht bei Ja. allen, aber einige Sachen. Du darfst, bitte. Was darf ich denn? Ja, hauptsächlich E4 wird sich gewünscht. Und dann Ponziani, Gaga Gambit, nordisches So, Gambit. das sieht jetzt Springer nach Gaga F3? Gambit aus, oder? Nee. Also willst du das wirklich machen? Ja. F4, G3. Ja. Okay. Ich bin ja hier noch nicht matt. Dame H4 kann ich ja noch G3 machen. Das ist ja nur Königsgambit. Ach so, ja, weiß ich ja nicht. Das Gaga-Gambit wäre auf neben G3 zu Ja, spielen. kam ja jetzt nicht. Kannst du Nee, es trotzdem habe abhaken? ich, Also, ja. der Wille war da. Ich kann ja jetzt noch G3 machen. Ach, bitte, dann. Mein Schatz, beruhige dich. Alles nicht schlimm. Was? Ich kann auch hier schlagen, wenn dir das lieber ist. Kannst du mal mit mir sprechen? Ja, mach. Was denn jetzt? Mach D3. Den macht man ja richtig gerne, wenn neben dir Mein Gott, das tut weh. so. Guck mal, ich kann wieder 4 enchantieren. Juhu! Unbedingt. Ja, der E5. Vielleicht kannst du ihn jetzt wegschnabulieren. Weggesnackt. Trotzdem G3, trotzdem doppeltes Triple Königsgambit Angebot. Und jetzt haben wir einen Bauern mehr. Das muss man erstmal hinbekommen. Ah. Weiterschlagen. Ich nehme erstmal alles weg. Na, das jetzt vielleicht nicht. Das ist jetzt die Melanie-Variante. Auf D6, abgelehntes Königsgambit, Nee, eher G3 müsste zu das doch, spielen. wer hatte das denn vorgeschlagen? War das nicht sogar, war es nicht du, das Fuchsia? Das war Fuchsia, ja, Ja, die dann ist das Gambit. ja Gamba. eher das Fuchsia-Gambit. Gamba. Ah, Gott. Also ich bin ja Du bist schon. 7 Tote gestorben Ich bin gerade, ja jetzt ne? nicht der seriöseste Eröffnungsspieler, aber sowas, das, also das tut schon ein bisschen weh beim Zugucken. Komme Blitz kann man ja. Oh, wir müssen echt mal wieder an unserer Rating arbeiten, mein Schatz. Ja, da konnte ich nichts machen. Was konntest du nichts machen? Dagegen kann er nichts machen, konnte ich nichts machen. Oh. Ah. Ja, sie hat aber echt gut gespielt, auch letzte Mal schon. Die müssen wir, auf die müssen wir aufpassen. Ja, nicht auf sie, vor ihr. Also, naja. Aber Großpatz hat eine gute Frage gestellt.
würde ich dich gerne verweisen auf unsere Lernstunde. Da haben wir das Thema Variantenberechnung auch ausführlich bearbeitet. Sonst mach doch einfach mal einen Probemonat und dann gönnst du dir das zur Variantenberechnung. Das könnte dir schon helfen. Springer E2. Was willst du denn auf B5? Mal gucken, was da so los ist. Dann kommt A6 und dann gehst du wieder zurück. Oder ich schnappe mir das Läufer. Und opferst einen Bauern. Da, wenn man den Bauern schon nicht öffnen kann, dann muss man das richtig erzwingen, dass der Gegner den nimmt. Gaga im Anzug ist das hier. Siehst du? Ja, hat schon geklappt. Guter Bluff. Aber wie geht's jetzt weiter? Wie wär's mit C4? Ich dachte erst C3. Ja, das ist natürlich viel besser. Sehr schön. Und auf C4, D10 kann ich dann D verschwinden? Ja. Ja, ach so, wegen A. Aha. Alles absolute Verwirrung hier. Wir müssen ein bisschen wünscht euch mal seriösere öffnen, dann bekommen wir auch normale Partien aufs Brett und dann haben wir alle einen kleinen Lerneffekt vielleicht. Und ich muss mich nicht so quälen am Anfang in den Eröffnungen. Aber ich glaube, je mehr du dich quälst, desto eher wünschen sich die Leute das, weil das ja spannend ist. Wie ich mich quäle? Ja. Aus diesen furchtbaren Stellungen. Ja, aber das ist schon eine sehr gute Stellung. Das finde ich aber auch. Oh Gott. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier zuerst drauf. Springer schlägt E5. Ach so, der hängt jetzt auch. Mhm. Kannst natürlich vorher noch das Schach auf C7 einstreuen. Oh, dann droht gleich wieder was. Ja, kann man danach irgendwie, wir haben keine so, ich glaube, ich schmeiß den Zettel einfach weg. Du verschüttest aus so den Kaffee drauf. Ja, ne? Nicht mehr lesbar. Was ja sowieso schon schwierig ist, wenn Melanie notiert. Oh, ich bin dran. Ja, aber diese Stellung, das muss man doch erstmal sagen, eingeleitet durch drittens G3, das ist schon... Könnt ihr mal sehen. Ja, Scandi für Schwarz, so kommt das doch mal was. Sowas mache ich. Gerade findet so ein kleiner Wettstreit im Chat statt, was wohl schlechtere Eröffnungen sind. Ach so. Ja. Was ist das Unseriöseste, das du mal gespielt hast? Das Unseriöseste, was ich jemals gespielt habe? Du kennst mich, ich spiele nie was Unseriöses. Haha, du spielst nur... Okay, ich müsste anders fragen, was das Seriöseste, was du jemals gespielt hast. Aber wir können auch erstmal zur Partie kommen. Ich glaube, Schwarz hätte hier ein bisschen aktiver spielen müssen an der einen oder anderen Stelle. Nur nicht hier mit D5. Ja, genau, aber mal irgendwie was rausnehmen. Ja, und hier war dann schon ein bisschen kritisch. Ja, Springer schlägt E5 wäre wahrscheinlich noch besser an dieser Stelle gewesen. Weil nach DC kriegt man den Springer ist raus. Ist der Springer nicht weg? Dame E2, Dame E7. D6. Dame E6. Wer weiß, lass uns das nie wieder angucken. Machen wir lieber weiter mit der nächsten Partie gegen die Nummer 6. Und die 6. Denno. Okay, Owen, erstens D6, Drache, Damenisch habe ich doch schon, das zählt doch, das habe ich doch schon gespielt. Ja, auf C4 gibt's nichts, also darf ich jetzt endlich mal normales Schach spielen. Das ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, da kommt jetzt mehr bei raus.
Was? Bei was jetzt? Na, wenn ich jetzt halt mal normal spielen kann. Hä? Du hättest Budapester spielen können. Er hat ja erstens C4 gespielt. Ist doch egal. D4 springt auf 6, C4. Tja, habe ich wohl übersehen. Wie schade. Du bist wieder viel zu schnell und hörst nicht auf deine Frau. Und schon habe ich hier massiven Zeitvorsprung. Und Dame Indisch. Achso, das hatten wir schon, ja? Ja. Ja. Oh, was habe ich Nico heute im Tee getan? Das sieht doch aber schon gut aus, wenn er den nochmal ziehen muss. Aha. Da geht's also hin. Oh Gott. Da oder da? Da. Ja, das sieht harmonischer aus, finde ich. Nochmal kurz darüber nachdenken. Den einfach stehen zu lassen, sieht auch verlockend aus. Na, aber ich nehme den weg. Und darauf habe ich doch schon spekuliert, ich Trickser. Pre-Move. Ja, das war's weg jetzt. Ja, was ist denn mit Tegernsee? Offene internationale Bayerische. Ich habe keine Urlaubstage mehr. Gewonnen. Die sind alle schon verplant. Aber du kannst da. Ich weiß gar nicht, wann das ist. Ich habe die glaub, Ausschreibung. Ich glaube, es ist wieder Anfang November, ne? Aber das wäre eh knapp, weil da kommen wir ja gerade erst. Also ich glaube, spätestens hier muss man aufpassen, aber am besten nehmt nicht auf E6 raus, danach bekommt Schwarz schnell das Zentrum. Das sollte man nicht machen. Werden wir die Fußball... Wer sagt, kann ich die Frage überhaupt? Sondern wie? Ein paar Spiele werden wir in Lüneburg gucken. Wahrscheinlich mit anderen Leuten vom Schach in irgendeiner Kneipe oder so beim Public Viewing. Ein Spiel ist an meinem Geburtstag. Welches? Oh, ein Schelling. Ich dachte, du fragst jetzt, wann das zu machen. Wann ist das? Wann? So, du bist dran. Was? Oh, ich kann jetzt hier versuchen, nochmal Budapest dazu zu spielen. Du kannst auch gegen Schelling mal was Normales spielen. Was bist du heute für ein Spießer? Aber jetzt kann ich es eh nicht machen. Schade. Jetzt kann ich nochmal einen königsindischen Angriff spielen. Ich glaube, den hatte ich gegen Schelling auch schon so oft, ne? Ist das so? Ja, ich glaube schon. Er hat gepremoved, hätte es mal ja, D5 jawohl, gemacht. Ja, das wäre natürlich was gewesen. Ja, das ist jetzt absolute Mainline, Springer D7 statt Springer E8. Ist das noch Mainline? Vielleicht habe ich es auch einfach nur verwechselt. Aber meistens macht es keinen Unterschied, weil der E wieder zurückgeht nach. Wobei, jetzt steht er hier ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil er den noch aufhält, aber das wird... wieso? Nicht erst Turm F6, Turm wieso? G6. Nee, der Turm kommt nach F7. So, wie geht's jetzt weiter? Ich könnte mit H5 spielen. Turm G7? Fragezeichen? Ich weiß nicht so richtig, was der da macht. Aber... Ah, Springer D7 ist deutlich besser als Springer E8, sagt zumindest Van Kampen in seiner Videoserie. Na, dann wird da wohl was dran sein. Warte mal. Beides gut eigentlich. Springer? Nee. Find Bauer, glaube ich, besser. Aber was machst du mit dem Springer auf G6? Du kommst nie nach H4. Du kommst ja nicht weiter. Hm?
Na gut, ich kann Und auch dann mal mit mir dem E-Bauern Bauern nehmen. nehmen. Mit dem meinst du? Ja, und dann G4. Also Ja, ist auch irgendwann besser, weil G4. sonst der Läufer nach H4 gekommen wäre. So, droht nix, den nehme Ja, ich droht ein mal. bisschen nach D4 zu gehen, aber ist nicht so schlimm, Aber ne? jetzt kann ich doch. Oh, das sieht doch gut aus. Er macht Läufer Mann. A4 wahrscheinlich, ne? Ah, ne, doch. Ja, du. So. Na, sonst vertreibe ich. Ach nee, dann. Wieso spielt er denn auch so schnell? Das ist ja nervig. Ja, ne? Läufer D7 erstmal. Kommt aber trotzdem nach D4, ne? Ja, und dann irgendwie Dame E8 oder sowas, um da schon mal prophylaktisch irgendwo rauszugehen. Weiß nicht, aber also irgendwas musst du jetzt machen. Ja, ist schon ein bisschen schief gelaufen hier. Bin ja hier 6 ist auch immer unangenehm. Ja, du musst jetzt mal zu G4 greifen, ne? Das hilft ja alles nichts. Und dann auf Läufer H4 zwischennehmen auf F3 raus. Fährt das oder knüppelt die auf E4? Tja. Ach so, Ja, das der droht aber jetzt Schatten. ja vielleicht sogar eh. Schon ein kleiner Öffnungsstreber, ja. Na gut, den wirst du nehmen müssen, oder? So, und jetzt. Trotzdem E4, G4. Oder den König. Aber Läufer droht auch, ne? Na, wenn du jetzt König H7 machst, oder so, Und dann? na, dann drohst du auf E6 zu nehmen. Spannende, spannende Partie. Ah, ich habe so schlechte Zeit, das ist auch nervig, ne? Die Stellung alleine wäre noch okay, glaube ich. Also jetzt auch kein Highlight, aber. Aber es ist interessant, die Stellung. Interessant und spannend. Wenn du erst noch Läufer G7 einschiebst, Läufer E7 einschiebst, Läufer D5. Der stört ja nicht, oder? Hängt der B7. Das ist egal. Bauern da. Guckt man nicht drauf. Na, wenn du das sagst. Okay, auf jeden Fall geht's erstmal König H6. Bist du ja raus. Aber da steht ja perspektivisch auch nicht so gut, wenn mein Plan G4 ist, ne? Ach, Ivo. Naja, wegen dem F4 auch. Ach so, du meinst, weil der mal hängen könnte? Jetzt zum Beispiel. Und ich kann ihn auch gar nicht decken, Na gut, Dame. ne? Was? Dame G6. Ah, da König H7 zurück. Wo willst du gleich hingehen? Ja, das war doch dein Plan. Ach so, ja, ich wollte aber jetzt was anderes machen. Was denn? Unklar. Hä? Mausi, sag Okay. schnell. Kommt Läufer D3. Hast du König? Ach so. Es droht noch nichts. Na gut, dann. Wenn du dir jetzt noch Turm F8 gönnst, ja okay, mach, aber dann kommt halt Turm D1. Dann wird er gleich gedeckt und dann Ja, ein haben Springer D7 wir. Oder vielleicht? Dame E3. Hä? Dame E3. Ach Droht so. E5. Nicht so gut. Naja.
Was mit keine Felder. Ach, und mein Springer hängt an. Ja, das ist ja das Problem. Springer Gott. D5 könnte noch so halbwegs klappen, aber. Oh, meine Zeit ist auch so schlecht. Okay, dann musst du jetzt einfach sehr schnell weiterspielen. Und was mache ich, wenn die Dame weggeht? Ach, dann nehme ich hier. Zweifel auf F3 schlagen und hoffen. Wird's irgendwie matt? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Läufer F6 auf das nehmen. Bringt auch nichts, ne? Dann noch eher Läufer D6. Ja, sehr wenig Zeit und sehr wenig Angriff. Das ist eine schlechte Kombination. Jetzt mache ich noch Dame E4. Dame E4. Weiß nicht, kannst du noch Turm H2 probieren? Aber, nee, das bringt auch nichts. Dame F4 oder so, Turm C8. Läufer F8. Darf ich? Mhm. Nee, da, ich will gar nicht. Ich hab, nein, schon gut. Hat sich erledigt. Turm schlägt E3. Dame E7. Ich bin auch schneller als du, aber es war zu wenig Zeit. Ist doch gut. Mann. Naja, aber es war verdient verloren. Das stand ja schon mal ganz schön schlecht. Aber irgendwo haben wir uns wieder rausgewurstelt. Ja, so also ziemlich in dem Moment, weil die Dame eingestellt hat. Naja, aber hier war schon auch wieder... Also ich finde, hier ist zumindest jetzt nicht ganz klar, gut, wir haben eine Figur weniger, ne, aber... Man nimmt einfach hier raus, spielt jetzt den. Na gut, auf Dame F4 kann er wahrscheinlich einfach D7 machen und hier ist nicht viel los, so. Hast du das vielleicht noch einen Schaden? Achso, der ist gefesselt. Ist mit G3, ach nee, ist unten mit Schach. Rot ja matt. Herr Dame C1, König E2... Bisschen lauter reden, glaube ich. Ja. Nee, das reicht alles nicht. Nee, Dame E3 war natürlich nicht so dolle. Und danach ein bisschen mehr Zeit. Und das Ding wäre erledigt. Ja, war auf jeden Fall spannend. Irgendwo Schelling hat richtig schnell gespielt am Anfang. Die Zeit war natürlich am Ende gut. Ja. Ja, wir haben irgendwann uns schwer getan, einen Plan zu finden. Ich glaube, das war... Ja. Ich. Ich kann doch gar kein König. Aber du hast ja trotzdem reingeredet. Du hast ja trotzdem gesagt, Turm G7. War das nicht königsfinnisch so in dem Sinne, Stil? Irgendwie schon, oder? Nein, aber der Turm, also ich glaube, man muss halt mit jedem Zug aufpassen, dass man nicht sinnlos Tempi verschenkt, ne? Und der hat da halt bis zum Ende nichts gemacht. Was wir uns noch einmal ganz kurz angucken können, was ich interessant fand, war das mit G3 von ihm und dann nehmen, also die Idee am Königsflügel zu spielen. Ja, aber das ist gar nicht so ungewöhnlich. G4 ist auch sogar manchmal ganz gut. Okay.
Ja gut, hier geht so, ne? Schnell auf der H-Linie bist, aber okay. Ja, aber das macht nichts. Dann geht Weiß nach G2. Also gut, jetzt hier glaube ich wirklich ganz konkret nicht. Nee, wenn, dann muss man, dass man mit dem H-Born wieder nehmen kann. Ah ja, okay, das ist Und was dann anderes. stellen sich einfach beide so auf die G-Linie mit dem König. Ja. Ich mag das überhaupt nicht mit wenig Zeit. Ja, das ist im Blitzen mal so. Ich versuche jetzt in der nächsten Partie, werde ich versuchen, am Anfang ultimativ schnell zu spielen, um dieser misslichen Lage zu entkommen, am Ende wenig Zeit zu haben. Probieren wir es mal. Wünsche mit Weiß sind so gut wie alle erfüllt. Ponziani ist noch offen, deswegen gibt es jetzt E4. Und wir sind raus. Ich musste aber auch heute dieses. Wir hatten doch was gegen Sizilianisch. Ach, Grand Prix. Ja, Schatzi, du musst doch auf den Zettel Ist gucken. mir egal. Nein, du brauchst jetzt hier gar nicht so rumzubocken, nur weil du gerade verloren hast. Du hast verloren. Ich habe es Ja, fast noch nein, gerettet. indem du am Ende die Maus genommen hast, Habe ich hast du verloren. verloren. Ganz klar, du weißt ja nicht, ob ich es nicht noch mit meinen Blitzkünsten gerettet hätte. Sind aber auch technisch heute nicht so gut ausgestattet. Es fehlt unser Ach so. Maus-Bungee. Das ist natürlich der entscheidende Unterschied, ja. Ja. Also um Ausreden bist du nie verlegen. Nein. Niemals. Wo kommt er hin? Vielleicht hier hin. Hauptsache schnell. Ich will ja gar nicht nehmen, ne? Ich trotzdem. Und E5. Soll ich dich auch anbellen, wenn du wieder rumboxst? Was willst du? Dich anbellen. Wenn was passiert? Wenn du rumboxt. Was ist denn rumbocken? Na, so wie gerade. Ich will Ist dahin. Hauptsache schnell. Ich versuche. Ist auch alles so weit entfernt heute. Also, das ist alles nicht stimmig gerade. Wobei, ich glaube, Katze liebt mir mehr. Das ist auch nicht stimmig heute. Das ist nicht stimmig. Ich? Du. Habe ich eigentlich noch hab ich eine Gewinnidee oder so? Sondern alles auf dem Brett. Ah. Immer mehr Zeit haben. Immer mehr Zeit Das ist haben. Das ist jetzt jetzt dein Plan. die Devise. Koste es, was es Koste wolle. Und wenn ich Figuren einstelle, wenn ich mehr Zeit habe, ist alles super. Das will ich gar nicht schlagen. Muss ich aber keine gehabt. Und ab nach vorne? Nein. Das stellt was ein. Dahin im Zweifel. Hauptsache schnell. Hauptsache schnell. Da kann man irgendwie nicht so richtig Ich zugucken. mag das überhaupt nicht, in Gewinnstellung auf Zeit zu verlieren. Das. Oh, als ob das gerade. Ja, du musst ja aber die gesamte Partie Nö. betrachten. Nö. Kannst 99 Züge lang auf Verlust Der stehen. Dann hast du letzte noch Fehler eine zählt. Sekunde und er stellt die Dame ein Der und du letzte denkst, oh, Fehler ich stehe zählt. jetzt so auf Gewinn. Der letzte Fehler. Ja, Das der ist. letzte Fehler ist, keine Zeit mehr zu haben. Letzte Fehler ist keine Zeit mehr zu. Oh, was sind das denn für Weisheiten hier? Grandios, ich gehe Das mal ist zur der Seite. Wahrheit. Ja, ich glaube auch. Ich wurde aber gerade eine seriöse Frage gefragt, nämlich ob der Springer hier besser ist als der Läufer. Ich Immer, würde wenn ich ihn sagen, habe. ja, oder? Also naja, nicht viel besser. Aber schon um einiges. Nee. Zumindest aber nicht schlechter. Ja, noch ist er nicht die Aber jetzt Erleuchtung, ist er aber. vielleicht besser mit E5. Das war, glaube ich, nicht so im Sinne des Läufers. Schnell spielen! Nein. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das eventuell kommt. Das hat mich Zeit gekostet.
Jetzt muss ich aber schnell weitermachen. Oh, indem du bist so okay. Spinner, ey. Ah. Ich brauche meinen Platz. Okay, ich rutsche in die zweite Reihe. Du kannst dich hier ausbreiten. Okay, wenn er schlägt auf D3, dann mache ich ein auf Knüppeli. Danke, TDL. Ach, Bauch-Olli, nicht Bauscholi oder so, ist gar kein Franzose. Alles ist gedeckt. So, jetzt kannst du hier nochmal deine Kenntnisse aus der Lernstunde anwenden. Gibt gerade keine Kenntnisse. Wieso? König muss mitspielen. Ja, Springer deckt die Bauern da. Ja. Was ist das? Da muss ich ganz nah rangehen, um das zu verstehen. Da. Was denn? Achso, ich wollte gerade Springer F3 spielen, Entschuldigung. Ja. Aber Springer F3 wäre gut. Mhm. Aber so ist doch auch nicht so schlecht. Ha, so. Mist. Kannst du nicht den anderen Turm nehmen? Nach D2? Mhm. Wäre besser gewesen. Aber dein Tipp kam zu langsam. Achso, das passt nicht mit deinem passt nicht neuen mit meinem, neuen Ich, mit meinem neuen Blitz-Ich. Passt das einfach nicht zusammen. Da sind wir nicht mehr kompatibel, ja. Na, wie komme ich denn jetzt hier? Keine Ahnung. Irgendwie zur Attacke. Das macht der Bauch-Olli leider ganz denk gut. Denk an Kramnik. Kramnik, na, Kramnik. Ich weiß nicht, was Kramnik mit Batman zu tun hat, aber irgendwie kam mir das gerade in den Sinn. Ich kann man heute nicht so 100% ernst nehmen, muss ich gestehen. Eine Seltenheit. So seriös und kompetent, wie du sonst immer bist. Jetzt spiel schon mit hier, Turm auf D1. Das geht ja auch nicht. Nochmal angreifen. Du kannst den sonst auch über... Na, wobei... Boah, ist Remi... nie im Leben. Ich muss ja noch jetzt meine Zeit... Vielleicht Turm C1, Turm C2, geht das? Vielleicht. Ne, das müssen wir noch ein bisschen spielen, Bauch. Oh, ja. okay, dann gehe ich wieder zurück. Na, ist halt unangenehm, wenn die Dame da unten reinkommt, ne? So, jetzt haben wir ja schon mal was erreicht, oder? Ich hoffe. Weiß nicht. Ab dafür. Was machst du auf G4? Ach ne, den kannst du mal schlagen. Okay. Schnell spielen. Hauptsache schnell. Hauptsache schnell. Naja, wenn du hier einen Turm einstellst, dann hilft es dir auch nicht. Oh, eingestellt ist er nicht, aber ich habe nur noch sehr wenige Felder, ne? Vielleicht kannst du das dann mal mit G3 aufmachen. Mhm. Vielleicht ist das mal. Aber irgendwie, was mir nicht gefällt, ist tatsächlich gerade der König. Das ist ganz furchtbar. Ich muss hier weg. Ich muss da weg. Schnell weg. Schnell. Aber das Gute an F4 ist, dass jetzt auch die Diagonale zu ist, die schwarze. Er kriegt den Läufer nicht weg, ne? Um einzudringen. Ach so, ja. Huch. Aber wieso? Ja, wahrscheinlich wegen der Zeit, ne? Gut, aber kann man ja noch ein paar Sekunden spielen. Ja, aber ich glaube effektiv, das war, also eigentlich war das richtig gut gespielt, gerade mit der Idee, schnell den König zu öffnen, das war gut, aber dann am Ende nicht durchgezogen, weil hier ist es jetzt schon wieder schwierig, es kommt halt gleich G3, dafür bin ich erstmal hier so rübergegangen, damit ich da ein bisschen in Sicherheit bin, und wenn G3 kommt, ich glaube, die Stellung muss auch gut für dich sein, es ist halt nicht so einfach, Fortschritte zu machen, ne, aber eigentlich hätte ich gesagt,
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das schon gewonnen ist. Ja, Weil denke er ich sehr auch. beschränkt ist mit dem Läufer, G3 wird kommen und wenn dann alles mitspielt, ist schwierig. Also ich würde sagen, Weiß hat, also wir haben Ich jetzt glaube auch, dass Weiß auf Gewinn gute steht. Ich glaube nur, Siegchancen man muss halt zumindest. präzise spielen und ist nicht ohne Risiko. Ne? Man kann es halt auch einstellen, wenn man es übertreibt. Ja, was ich natürlich nie mache. Dafür bin ich bekannt. Ja, ab heute bist du aber bekannt oder ab gerade bist du bekannt für einfach schnell und schlecht spielen. Naja, schlecht hast du nicht gespielt. Danke, dass du das noch zurückgenommen hast. 9, 12. Leider kein Premium. Chess 20. Schade. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dafür kommt der Kaffeeliebhaber Schieber gegen dran. meinen Freund hier und den Kaffeeliebhaber. Und jetzt Das. darfst du. Aber du Ach, darfst nochmal, nur ich darf nochmal spielen. Budapester versuchen. Du darfst nur spielen, wenn du ganz schnell spielst. Oh Gott. Ich glaube auch, dass an der Maus was verstellt ist. Aber wie geht das dann mit Springer E4? Guck. Okay, kommt nicht. Das ist auch gar nicht seriös mit Springer E4, da bin ich überzeugt Ich bin von. da ja aber nicht so ein. Was? Was treibst du da? Du gehst ja hier über in irgendeinen Königssinn, aber trotzdem wird das Budapester abgehakt. Ja, mit E5 habe ich das Weil ja wir es eigentlich versucht schon. haben. Nach B3 war von Vorteil keine Rede, Manico. B3 von mir oder von ihm? Also nach meinem B3, man hat Vor- und Nachteile, ne? Schwierig. Also so eine Stellung, da braucht man halt Zeit, da muss man einen guten Plan austüfteln. Das war aber mit meinem neuen Credo nicht vereinbar. Turm Zeit ist E8 oder Geld. so? Zeit Was? ist Geld, ja. Oder Läufer E5 oder Läufer G5. Ich finde, es sieht alles sehr vielversprechend aus. Dann will ich Turm E8. Nein, Doch. jetzt schon aus Prinzip nicht. Aber warum nicht? Weil das andere viel schöner Warum aussieht. denn Läufer G5? Das ist doch so ein Schmarrn. Warum denn? Du kannst doch immer mal auf C3 nehmen, seine komplette Struktur Aber wieso zerstören, sollte den ich dann E4 meinen angreifen. schönen Läufer aufgeben? Tu mal mit deinem schönen Läufer. Nur weil es ein Königsindischläufer ist. Aber was macht der auf G5? Angreifen. Halleluja. Es Jetzt ist, geht's ich muss los. ja beweisen, dass das Königsindische angegriffen ist. Ja. Eieieiei. So. Ah, Läufer E3. Ach, jetzt auf einmal, ja? Ja, auf G5 kann er ja nicht bleiben. Wieso nicht? Weil der da so schlecht steht. Jetzt drohen hier schon schöne Sachen. Das habe ich gern, die Stellung. Was droht denn so Schönes? Das verrate ich nicht, weil dann weiß das Kaffeeliebhaber auch. Dame H4, Dame H2. Ja, zum Beispiel. Sehr stark. Jetzt ist der Läufer doch gut. Kannst du Aber mal sehen, mein du schöner hast mit Fehlern Königsländischläufer. antizipiert. Das macht Nein. man nicht. Das. Hier, siehst du, jetzt mal im Ernst, der Läufer G5 ist doch super, oder? Nein. Mein Freund. Nein. Doch. Nein. Dame Dame. G3, Springer F2, FG4. Kavum. Oh, der ist gar nicht mehr zu decken. Jetzt geht das alles auf und das sieht aus, als ob du von Anfang an komplett recht hattest und ich erzähle nur Unfug heute. Aber ja, das ist in Ordnung. Hast du dir verdient für deinen Mut. Laberhannes, ey. Naja, aber Budapest, da war ja, es war ja, war es ja gar nicht, ne? Nee, war's nicht. Natürlich schon sehr kritisch. Das nehmen auf E5 und nicht das Vorbeiziehen, dann hat man ja keine Probleme mehr. Matt gesetzt.
Wow, und das in unter 20 Zügen. Schön gemacht. So, wo war der Fehler? Keine Fehler. Ich glaube, ich würde nicht auf F6 nehmen. Wobei das also, an sich, glaube ich, noch nicht verkehrt ist. Das geht. Also ich glaube, es ist verkehrt. Aber noch keine Katastrophe. Und das ist auch vielleicht der Grund, ich hätte hier überlegt, schon H6 zu spielen. Weil jetzt kann er natürlich immer noch Läufer E3 spielen. Wo hättest du H6 gespielt schon? Ein Zug eher. Weil dann kann er nicht zurückziehen, weil du E4 schlägst. Musst zwar mit der Dame auf F6 nehmen, aber hast das Läuferpaar. Naja, und danach F4 ist natürlich sehr riskant, wenn man gegen den Läufer spielt. Und jetzt, ja, du stehst schon sehr gut. Ja, insbesondere nach Läufer G5. Ja, das ist natürlich der Hammerzug. Okay, eingesehen. So. Machen wir weiter. Ich versuche noch mal ein bisschen an meiner Geschwindigkeit zu arbeiten. Und ja, erstmal schnell abzählen. 9, 12, 15. Fuchsrudel. Erste Challenge des Abends. Hat das was mit Fuchsia zu tun? So, jetzt ist ja nur noch so irgendwelche Sachen offen. Ich mach mal E4 und guck, was kommt. Vielleicht was hast kann du gerade gesagt? Wunsch erste öffnen. Challenge des Abends? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß manchmal nicht, was ich sage. Ich versuche jetzt aber Grand Prix für euch zu spielen. Auch wenn das nicht so toll ist, weil jetzt kann ich wieder nicht so unfassbar schnell spielen. Wie ich es gerne hätte. Ja. Dann spielt man mit D3, oder? Und ja, dann Dame E1, Dame H4. Vielleicht auch schon einen Zug eher machen sollen. Weil sonst Springer E4 kommt, oder was? Oder D? Nee. A3. Musst du, glaube ich, gar nicht, oder? Ich dachte, man lässt das da immer stehen. Ich weiß nicht. So, E5, Springer G5, F5. Dame E1, Dame, spielt man nicht die Dame da so rüber? Nach G3. Oder, achso, oder ist das nur, wenn sich Schwarz mit dem Springer auf E7 aufstellt? Gute Frage. Kannst du auch irgendwie versuchen, mit G4 zu kommen, aber... Was auch manchmal geht, ist dieses typische Opfer F5, EF, Springer H4, aber jetzt, dann nimmt er raus und dann nimmt er noch viel mehr raus. Das kann es irgendwie nicht sein. Im Zweifel einmal kurz entwickeln und dann alles dann dran. Dann wieder schnell spielen, ja. Ja, ja. Jetzt habe ich weniger Zeit, wie kann das sein? Ich wollte doch... Ach, der schnellste Spieler auf Chess24. Das ist nicht gelungen. Ach, wie furchtbar. Na gut. Weiter geht's. Er macht den, hat er gemacht. Was mache ich jetzt? So werde ich hier nicht zum schnellsten. Ah, wie furchtbar. Keine Ahnung. Ja, wenn man keine Ahnung hat, dann stellt man einen Bauern ein. Ja. So machst du auf D. Im Zweifel immer Bauern opfern. War das geplant jetzt? So halb, ja. Ich wollte ja... Oh, der war nicht geplant. Komm, wie ist damit? spannend. Wenigstens das Läuferpaar. E5 geht er weg, habe ich nichts gewonnen. Irgendwie, ja, aber dieses Nicht-Einstellen ist gar nicht mal so einfach. Ja, gerade im Blitzen bevorzuge ich das eigentlich so sehr ruhige, positionelle Partien zu spielen, dann kann das auch nicht so leicht passieren, dass man was einstellt. Aber wir haben heute ganz schön viel abgehakt.
Ja, einfach auch noch da. Irgendwie geht das alles nicht auf. Ach, was für eine Qual. Das wäre dann mit E5 gewesen. Naja. Geht auch alles nicht. Okay, noch ist nichts vorbei. Wir standen schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, oh, das tut weh. Mir auch. Okay, Schwein gehabt, oder? Wollte gerade sagen, wir standen schon deutlich schlechter. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, weiß nicht so recht, woran das liegt. Ist auf jeden Fall nicht die Qualität, die ich irgendwie sonst so von mir erwarten würde. Im Spiel aber. Hauptsache in Turnierpartien läuft das besser. So, jetzt hier gehen wir ins Endspiel. Na klar, wenn man was weniger soll man abtauschen. Naja. Bisschen Kompensation haben wir, oder? Auf jeden Fall. Jede Menge. Vielleicht. Naja, jede Menge nicht, aber. Der Läufer ist hier gar nicht so schlecht. Der Springer auf H5 steht grottig. Fesselung. So, und jetzt drohen wir ja schon gemeine Sachen. Können wir nicht G4 spielen? Nein. Auf Springer F5 kannst du einfach weggehen mit dem Läufer und dann ist Kabel. Muss halt hier bleiben, ne? Wieso? Ja, um F4 abzudecken. Was, ich kann auch einfach schlagen, ne? Verstehe ich nicht. Ich hab Unfug erzählt, verstehst du es jetzt? Ja, den Unfug verstehe ich. Real Life wird überschätzt. So, jetzt stehe ich endlich mal wieder brauchbar. Jetzt muss ich noch was rausholen. Attacke. Ist auch traurig, wenn man trotz Figurengewinn nur brauchbar steht. Ne? Ja, aber jetzt stehst du schon besser das erste Mal in der Partie, glaube ich. Ja. Na, wie schlag ich den denn aus? Na, ich kann mich nicht entscheiden. Ich will doch schneller spielen. Überlastung. Mehr Figuren habe ich. Solltest du noch nicht alle Bauern abtauschen, sonst wird es noch Ja, ja, ich sehe das schon kommen. Und wenigstens ist das hier das richtige Feld für den Läufer. Das macht da auch noch da was. Wenn ich ihn schon verliere, dann wenigstens mit Zerstörung seiner Bauern. Genau. Ja. Ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn ich noch was einstelle. Ich versuche nur nicht so viel einzustellen. Ja, und dann hast du hoffentlich schon so viel Zeitvorsprung, dass es nicht mehr schlimm ist. Okay. Das ist mein großes Ziel. Brauche ich den? Nein.
Schaden tut er auch nicht, aber. Erstmal immer den König ran. Genau, und nicht den Haarbauern einstellen. Nicht Patt setzen und mehr Aufgaben hast du nicht. Ja, aber gut gespielt von Fuchsrudel, würde ich sagen. Oh, ich dachte von mir. Nee, aber das kann man nicht sagen. Nein, nicht. Nee. Oh, ja, du hättest. Oh, Fuchsrudel, ja, du hättest richtig zugreifen können. Oh ja, hier mit entweder Erstlaufarztbau oder Springer C3, da geht wahrscheinlich beides. Nehmen und eine sehr dicke Qualität mehr. Ja, oder sogar mehr. Hier kannst du auch noch die Figuren. Warte mal, was mit Läufer D6? Ach, geht nicht, weil die Dame einfach weggeht, ne? Na, auf E3 Schach gibt. Das wäre sehr fatal gewesen. Noch schlimmer. Ja. Wo hab ich's denn so vergeigt mit F5, ne? Ja, du hast den einfach eingestellt. Ja. Also, wenn ich den Zug früher gemacht hätte, okay, das wäre interessant gewesen. Das kann man halt immer mal machen, ne? Und jetzt, um das Feld für den Springer zu bekommen, oder? Ja, und jetzt halt ganz normal mehr oder weniger weiter. Also entweder nehmen Springer H4, Springer F5 oder auch jetzt sowas wie, weiß nicht, Läufer G5 oder so. Und dann halt einfach hier einen Minusbauern haben, aber das ist auch Quatsch, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Halt Grand Prix, ne? Ja, schiebst auf. Also halt, keine Ahnung davon. Ach so, das meinst du, ja. Okay, ich schlage vor, eine letzte Partie spielen wir noch, weil damit können wir den Abend nicht abschließen, da kriege ich Albträume. Lass uns zusammen noch eine Partie ohne Einsteller kreieren. Wie wäre das? Oh, das wird natürlich schwierig. 9, 12, 13. Gegen den Till. Okay, Ziel, wir stellen nichts ein. Okay. Okay. Achso, sorry, ich habe jetzt nicht mehr. Achso, ja, kann ich machen. Ach, ganz normalen Drachen. Uiuiui. Oder auch beschleunigt. Irgendwas Drachen. Achso, okay. Er zeigt uns jetzt, wie wir gerade hätten spielen sollen oder so. E6? Mhm. Okay, Leute, eine Partie nichts einstellen. Oh, jetzt bin ich total nervös. Das hemmt mich total. Oh, stell es nicht ein. Du kannst erstmal ganz still sein hier. Auf den billigen Plätzen. D5 mal. Den wollte ich mir noch einen Zug Zeit lassen. Verstehe. Nicht. Der E4 hängt auch, ne? Dann nimm doch auf E4. Okay, noch haben wir nichts. Ja. Das wird ein Läufer nimmt. Ja. Hm? Da ist die Gefahr größer, was einzustellen. Ja, aber es sieht so aktiv aus mit dem Druck auf F2, D5, der hinterherkommt. Na gut. Okay, Läufer B6. Kriegen wir das hin, eine Partie nicht einzustellen? Am heutigen Abend. Wir können ja dann einfach sagen, oh, das war geopfert. So, hängt. Ah, kann er dann damit C2 machen und wir kommen nicht mehr raus? Na, dann hätten wir immer noch Springer D5, ne? Okay, dann nimm raus. Okay. Okay, Springer D5. Nee, ich wieder nehmen. Wieso nicht? Ach, Springer B4. B4 nehmen und dann mit dem Springer wieder schlagen. Mhm. Das ist immer sehr frustrierend. Aber wenn wir es schaffen, jetzt nichts einzustellen, dann kann ich doch gut schlafen heute. Okay? Okay, aber du setzt gerade den Druck noch höher. Ja, also ich werde auch nicht nachlassen. Du musst unter Druck arbeiten können hier. Tja. H5, A4 oder? Hatte ich auch überlegt. Na dann,
Wenn zwei Doofe den gleichen Gedanken haben, dann sollten wir das spielen. Also, wir müssen aufpassen auf Matt. Nicht matt setzen lassen. Wichtig, wichtig. Und wir müssen auf unsere. Na, Zeit geht eigentlich Ja, vier, warum nicht? noch. Wir müssen ihm ja auch Chancen geben, einzustellen. Okay, wie ist mit Dame C7? Du meinst viel abtauschen? Hm. Ist eine gute Idee. Dankeschön. Ja, okay. Was ist mit Springer F4? Bringt er was? Dame ist angegriffen. Oh Gott, nichts einstellen. Ja, Läufer A3 droht zumindest dann. Müssen wir gucken. Okay, jetzt D5. D5, ja, Entwicklung. Also, Läufer ist auch tendenziell eine Drohung. Na, dann nehmen wir auf E4. Ja, tendenziell, sage ich ja. Nicht jetzt ganz akut. Okay. Also jetzt zum Beispiel. Okay, ja, richtig. Wollen wir uns zu F6 verleiten lassen? Oder Ja, D4? Ach nee. F6 ist gut. Sehr, sehr gut. Springer E2. Ja, Pre-Move. Oh Mann, wenn wir das schaffen, eine ganze Partie gar nichts einzustellen, dann. Jetzt tu mal nicht so, als ob wir es noch nie Na, geschafft hätten. Ach so, Dame wegen D6? Läufer. Vielleicht lieber? Ja, genau, wegen Läufer. Loose Pieces drop off, so heißt es so schön. Deswegen wollen wir keine Loose Pieces haben. Oder sie zumindest nicht oft droppen. Zumindest nicht oft droppen lassen, ja. Ach, Getränk ist auch leer. Hast du noch Ja, was? echt. Ja, ich brauch mal In so was. einer Ach Gott. Stresssituation. Ihr habt uns heute alles abverlangt. Läufer D7? Nein. Dann nach roter Läufer B4. Okay, er hat davon alleine. So. Turm C8. Wie wäre das? Das könnte die Partie werden von uns. Hör mal auf. E5. Oder damit C5. Aber dann kommt Läufer. Okay, hätten wir es schon wieder fast geschafft. Okay, dann wie wäre es mit Turm Na, A5? E5 ist gar nicht so schlecht Oder Turm A5 ist auch nicht verkehrt. Dann kannst du Läufer B5 machen oder Turm B5, irgendwie mal noch mehr reinkriegen, ne? Okay, Turm. Oh, Zeit. Müssen wir auch drauf achten. Okay, bitte. So, wo geht denn die Dame jetzt überhaupt hin? Oh, wir haben Material gewonnen, sehr schön. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, sehr gut. Das hilft vor allen Dingen auch beim Nicht-Einstellplan, weil je weniger Figuren er hat, desto weniger kann er von uns angreifen. Ja. Den können wir schon schlagen, oder? Und dann Dame F8. Ja. Wir wollen ja seriös spielen. Wenn man was schlagen kann, dann sollte man das machen. Oder Dame E7. Ist beides okay, ne? Naja, hier gehen wir lieber hin. Dann drohen wir auf So, was will F2 man eigentlich. jetzt mehr? Ein Turm und eine Figur. Damit kann man doch schon mal arbeiten. Läufer F2. Oder? Ach so, ja. Wäre übrigens eine nette Drohung gewesen, wenn er den Turm nicht gezogen hätte. Dame schlägt F2, Turm F2, Turm C1 nebst Matt. Ja. Achso, ja, Läufer F2 sonst auch, aber dann kommt halt noch. Na, wenn er nichts macht, ist es immer gut, nichts zu simulieren, weil alles andere lässt ihn ja gleich raus. Ja, stimmt, Läufer B2 ist auch kein Nichtszug.
Ja, hier kann er halt noch König H1 machen. Ja. Aber so. Und da. Wäre ein ganz nettes Matt geworden. Puh, ja, so, Mensch. Wir sind fix und fertig für heute. Wir danken euch für die Partie, ja. Für die Lektionen, die wir auch erhalten durften. Wir werden in Zukunft schneller und besser spielen müssen. Das ist unser Fazit des Ja, heutigen too Abend. Weak, too slow, ne? Ja, genau so ist es. Aber es kommen bessere Zeiten. Und es freut uns auf jeden Fall, dass ihr mal besser spielt. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, wenn ihr hier unterwegs seid bei Chess24. Und wir sehen uns morgen zur Lernstunde. Exakt. Und bis dahin einen schönen Abend noch. Ciao.